Das ist Vanlife mit Wildlife. Hi, du reist so wie wir mit dem Auto durch Europa und willst nicht nur Waschmaschinen, Restaurants und Städte sehen, sondern auch mal Wildtiere in der Natur? Wir zeigen dir, wo wir Elche, Braunbären, Rentiere, Wisente und noch einiges mehr gesehen haben. Das Tier ruft. Los geht's! Große Wildtiere in Europa? Das klingt irgendwie unrealistisch. Zumindest für uns Mitteleuropäer. Ist doch bei uns fast alles zugebaut, urbar gemacht, überreguliert. Alles läuft nach Fahrplan. Kein Zufall darf dazwischen funken. Sogenannte Problemtiere werden schnell und unbürokratisch abgeschossen. Querdenker nach Möglichkeit weggeschlossen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder tut, was er will? Freiheit nur auf dem Papier. Pseudonaturschutz befriedigt die Elitengier. Wir sagen, wir lieben die Natur. Aber in Wirklichkeit fürchten wir sie. Doch irgendwo in der Ferne gibt es sie noch. Die echte Wildnis. Und dorthin wollen wir. Mit unserem Van. Wir sind jetzt hier in Finnland und fahren nordwärts Richtung Rovaniemi und werden dort den Polarkreis sehen, also die Markierung. Und vielleicht, wie war das, die Höhle des Weihnachtsmanns? Ja, so ein Durchschiss wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Was ich hier cool finde, wir fahren ja diese Straße entlang und was mir aufgefallen ist, dass hier links und rechts die ganze Zeit keine Zäune sind. Quasi an dem Waldrand und Straßenrand. In Schweden war das kilometerweit alles eingezäunt. Und hier sehe ich bis auf Anfang, wo wir nach Finnland reingefahren sind, kaum Zäune und jetzt überhaupt keine. Irgendwie gibt mir das ein viel freieres Gefühl. Ich fühle mich hier nicht so eingezwängt. Jungs, Mädels, wir sind mitten im August im Dorf des Weihnachtsmanns in Finnland. Da sind die Mumins. Siehst du das Ding mit der langen Nase? Kennt ihr die Mumins? Hat da ein Mumin hingemacht? Mir ist das nicht ganz klar, aber ich glaube, ich präsentiere euch jetzt gerade die Office vom Santa Claus. Von dem Weihnachtsmann. Die Forscher übertreten jetzt den Polarkreis, meine Damen und Herren. Der helle Wahnsinn. Wir sind im hohen Norden. Was? Bei plus 19 Grad. Steht da. Plus 19 Grad. Der Klimawandel am Nordpol. Juhu! Und wir gehen jetzt da rein. Ladies first. Da ist eine Office oben. Ja, nach einer Office sieht das nicht aus. Eher nach einem Kommerzpunkt. Ja. Ah. Ja, lecker, lecker. Würdest du gerne essen, ne? Scheint auf jeden Fall noch genug Rentier dran zu sein. Oh. Hallo, ja. Der Wolf. Susi. Oh, wow. Oh. Susi. Susi. Very good. It's in Finnish, Susi, right? Yeah, yes, it is. Wir sind hier jetzt in einer Höhle. Es ist ziemlich kalt, voller Geschenke. Da kann man sich was mitnehmen, nehme ich mal an, oder? Ist denn schon wieder Weihnachten? Mindestens. Weihnachtsmann! Ho, ho, ho. Na, warst du auch artig? Ho, ho, ho. Natürlich war ich auch artig. Ja, wenn du artig warst, kriegst du kleine Spielzeuge. Wenn du unartig warst, kriegst du geile Spielzeuge. Hier ist irgendein Menschenauflauf, weil es dort wahrscheinlich zum Weihnachtsmann geht. Kann man sich ein Foto machen lassen mit dem Weihnachtsmann. Das ist schon abgefahren, aber wir gehen jetzt. Und dann wird man sofort in so eine tolle Boutique geleitet. Okay, dann raus hier. Und wie schon gang und gäbe bei unserer Skandinavien-Tour, es regnet schon wieder. Leute, das ist ein Messerladen, nur Messer. Ja, komm, wir müssen schon wie rein. Geil ist das denn? Sonst gebe ich wieder Geld aus ohne Gnade. Wir schauen da jetzt rein. Nein! Doch! Hilfe! Doch. Die Frau versucht mich zu verführen. Okay, gehen wir da rein. Ja. Und hast du was Schönes gefunden? Und diese schwarze schaut schon mega geil aus. Annette liebäugelt hier mit diesem Messer. Das ist so klein frauenmäßig. Ne? Ja, das ist halt nicht riesig. Dieses ist das wunderschön, oder? Und schon entschieden? Ich habe gar nichts entschieden. Es hat für mich entschieden. Aha, so kann man die Verantwortung von sich schieben. Ist höhere Macht, oder? Jetzt wird der Name von Annette drauf eingraviert. Oh,
Oh, very nice. Yeah. Good? Cool. Mm-hmm. Yeah. Perfect. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Ich kann diesen Messerladen nie wieder verlassen. Ich rede gerade von Rentieren und schon haben wir eins hier. Das hat ja eine Glocke oben. Ja, sag ich doch halt demonstriert. Tschüss, viel Spaß noch. Ey, echt cool. Ich habe gerade Annette gesagt, ja, jetzt kommen wir langsam in die Gegend von Rentieren, wo wir sie auch sehen können, auch auf so einer Straße. Und bumm, sagt Annette, da ist eins. Ah, geil. Ach, cool. Ich liebe diese Viecher. Wir haben jetzt ein drittes, ne viertes mittlerweile gefunden. Annette steigt jetzt aus und versucht sich anzunähern. Steigt auch mal aus. Es kommt sogar zu uns. Auf schlau Rangifer tarandus. Bei uns heißt es Ren oder Rentier. In Nordamerika nennt man es Karibu. Rentiere gehören zu den am weitesten nördlich lebenden Großsäugern der Erde. Sie kommen im nördlichen Nordamerika, auf Grönland, in Nordeuropa und in Ostasien vor. Man ist total perplex. Das ist jetzt nämlich hier vorbei. Ja, Märchen, was ist das denn? Das hast du gestern gerochen. Oh. Wie blöd sind die denn? In Finnland werden jedes Jahr etwa 4000 Rentiere im Straßenverkehr getötet. Meist in den dunklen Wintermonaten. Marachstadt, dem Rentier immer noch hinterher. So ein Erlebnis, ne? Ja. Wir werden noch mehr davon sehen, glaub mir, Märchen. Hoffentlich, ganz viele, gell? Wie viele? Massig viele. Süße Nudel, ja. Ich präsentiere Mara beim Singen. So, Stellplatz gefunden. Das ist so cool. Märchen, wie findest du das? Wie sieht die? Also, da vorne sind sie. Wahnsinn. Das ist Vanlife mit Wildlife. Wir wollten einparken und Annette sagt beim Einparken, ey, guck mal nach dahin, guck mal nach dahin. Und jetzt, da sind sie. Zwei wunderschöne Rentiere. Ich habe mir jetzt ein Kopfkissen genommen, als quasi Fensterstativ. Das Beste ist, das ist ein neuer Bezug, den ich mir in dem Souvenirladen bei dem Santa Claus Shop am Polarkreis gekauft habe. Und da sind lauter Rentiere da drauf. Wie symbolisch, oder? Und auch noch mit so einem fetten Geweih. Wenn wir etwas Glück haben, kommen sie dann weiter an uns näher dran. Aber ich glaube, die gehen da rein, da hinten. Verschwinden dann. Schade. Das weißt du nicht. Die können auch noch hier rüberlaufen. Ja, das werden wir dann sehen. Und? Wie geht's dir da hinten? Ja, ich bin jetzt bald so erschöpft wie Märchen. Voll die Safari hier, ne? Ich werde nachher, glaube ich, einfach umfallen. Der hat uns bemerkt. Der riecht uns. Das ist jetzt Nummer 17 und 18, ne? Das ist voll geil und die sind hier neben uns und wir können sie jetzt hier beim Essen beobachten. Das sind 100 Meter vielleicht. Vielleicht 150 maximal. Ja, vor allem jetzt stehen wir ruhig. Vielleicht latschen sie auch hier rüber. Ja. Weil jetzt fühlen sie sich nicht mehr gestört durch irgendwas. Kann schon sein, dass sie noch in unserer Richtung kommen. Also der Stellplatz hier ist echt ein Volltreffer. Super ruhig. Wir stehen fast super eben und dann auch noch die beiden Rentiere. Hey, geht's eigentlich noch besser? Mara flippt voll aus. Ja, du kannst schon rüber. Also Mara ist jetzt schon ganz, ganz erpicht da drauf, da rauszukommen und Nase zu machen, wie die Rentiere waren.
Und da haben die auch hier noch was Spannendes gefunden anscheinend. Mara träumt jetzt voll von leckeren Tieren. Da vorne ist der See, wir gehen jetzt mal kurz rein. Wieder mal Flip-Flop-Abenteuer. Man hat ja mit Flip-Flops und mit meinen neuen Pseudo-Crocs. Frische Kacke. Vorne wahrscheinlich. Das Schilf und die Bäume sind saftig grün. Nur der Wind rauscht. Mara findet wieder was für die Nase. Das hier ist Busch-Chocolate. Sogar schon Pralines. Oh, die ganz besondere Mischung. Lecker. Ich liebe das. Schokolade, Leute. Lecker, ne? Ah, solche Tiere sind so süß. Und Spinnen so ekelhaft. Waldameisenhügel. Der See ist spiegelglatt. Da scheint was Interessantes zu geben. Mara guckt schon so komisch. Doch nicht. Das ist ja mal cool. Annette und Mara erkunden die Ufer. Ein Dickicht aus Birken. Werden wir die Rentiere hier irgendwo wiederfinden? Oder gar einen Elch? Der Bach rauscht am Waldrand. Und da, am anderen Ufer des Sees, grast ein Rentier. Bei den Rentieren tragen sowohl die Männchen als auch die Weibchen ein Geweih. Das ist einzigartig in der Familie der Hirsche. Das Geweih des Männchens ist größer als das des Weibchens. Mara, den hast du gesehen, ne? Wie andere Geweihträger wirft das Rentier seines einmal im Jahr ab. Bei den Männchen passiert das im Herbst, bei den Weibchen erst im Frühjahr. Das Rentier verschwindet ruhig im Wäldchen der Insel. Mara hat eine Spur, die hat irgendwas entdeckt. Mara geht hier so ab, weil das da sind alles Wege, wo die wahrscheinlich erst kürzlich gelaufen sind. Da geht's durch den Bach und dann darüber und da hinten wieder hoch. Und da ist auch frisch niedergetrampelt. Geil, ne? Sag sie mal, da gibt's ein frisches Kaker. Oh, oh, oh. Na, super. Wir sind hier jetzt schon im blauen Wahnsinn und an diesem Bach gibt es hier auch Fußabdrücke von diesen Rentieren. Den sieht man hier ganz besonders gut. So groß. Mit ein wenig Glück haben wir sie morgen früh zum Frühstück da. Okay, dann gehen wir jetzt heimwärts. Hier hinter uns, guckt euch den Himmel an. Also diese Farben sind Wahnsinn, oder? Wir haben jetzt 11 Uhr nachts. Und ich mache jetzt nochmal dieselbe Runde wie heute Nachmittag. Vielleicht sehe ich doch noch einen Elch am See. Leider nix. Wir sind hier jetzt gerade mal kurz an dem See und schon spazieren hier drei Rentiere vorbei. Hört ihr dieses Knacken oder Klicken? Das kommt von der Sehnenbewegung an den Knien der Rentierbeine. Geil, oder? In einer sicheren Entfernung warte ich mit Mara auf den Nachzügler. Auf dem Parkplatz wartet noch eine Überraschung auf uns.
Rentiere sind die einzigen Hirsche, die domestiziert werden konnten. Halbzahme Rentiere lassen sich von Passanten nicht stören. Rentiere sind vor allem Grasfresser. Im Sommer nehmen sie fast jede pflanzliche Kost zu sich, die sie finden können. Im Winter sind sie durch Schnee und Eis überwiegend auf Rentierflechten, Moose und Pilze beschränkt. Irgendwelche Stechinsekten stören das Rentier. Die Kuh schaut direkt in meine Kamera. Der ist direkt vor mir. Hier ist mein Knie. Ein Bulle taucht auf. Auch er stört sich nicht an Vito. Er stellt sich vor uns und begutachtet uns aus sicherer Entfernung. Zum Glück ist der Zaun zwischen uns. Der rechnet wohl. Ist das Hammer oder ist das Hammer? Das ist Wahnsinn einfach. Wir sind hier fast umgekippt. Ja, ich glaube nicht. Das? Märchen muss gleich nochmal baden. Und der rechnet, der Kleine. Der ist so geil. Ich habe schon 100.000 Fotos von ihm. Ich glaube, die gehen jetzt zum blauen Wahnsinn, den untersuchen. Nach einer kurzen Berechnung entschließt er sich dazu, an Vito vorbeizugehen und beruhigt sich schnell wieder. Ey, ich finde die finnischen Straßenhunde einfach so geil. Kurz darauf werden wir Zeuge von einem seltsamen Verhalten. Ein Hundehalter kommt mit seinem Hund vorbei und wird von einem Rentier verfolgt. Ist es Neugier? Ist es Aggression? Das ist voll neugierig. You know him already? No. But it's usually the same. Hello. No? Or is he angry as well? No. Very nice. This is a young one. No, he's old. He's 12 and a half years old. Ah, okay. But usually only the young ones are afraid of her. And the older ones like... Okay. Or the experienced ones. Yeah. Are beautiful. Thank you. What race is this? It's Alaska Malamute. Alaska what? Malamute. Alaska Malamute. Uh-huh. They are so crazy. Yeah, they are pretty angry now. Wir lassen die brunftigen Rentiere vorerst zurück. Diesmal gehen wir in die einzige aktive Amethystmine in Europa rein. Das ist hier frische Rentierscheiße. Dieser Ameisenhaufen ist fast so groß wie ich, 1,86 oder so ähnlich. Und schon wahrscheinlich uralt. Da wachsen jede Menge Blaubeeren da drauf. Krass, was es alles gibt. Jetzt kommen wir anscheinend zu dem Café, dieser Amethystmine. Hier glüht noch ein bisschen was. Da ist also der Eingang zu der Amethystmine. Und hier gibt es auch Check-in und Tickets in dem Café da hinten. Wir trinken hier jetzt lecker Kaffee. War gut? Geht so.
Geht so, ja. Aber er war teuer. Und zwar 3 Euro für einen Filterkaffee. Was wir gerade herausgefunden haben, ist, dass der Eintritt in die Mine, wie viel kostet der nochmal? 24 Euro. Ja, da haben wir uns dagegen entschieden. Wir gehen da jetzt nicht rein. Das ist dann für 2 Personen 48 Euro. Nur um so ein Loch in der Erde zu sehen, ich weiß nicht. Ja, nee, muss ich jetzt auch nicht. Nee. Wir sind ganz nett gewandert und jetzt wandern wir halt dann wieder zurück. Die genießen die sommerliche Stimmung in der Taiga. Blauer Himmel, endlich auch wieder richtig Sonne. Flechten hängen zauselig von den Ästen. Und da haben wir sogar eine Kröte gefunden, mitten auf dem Weg. Total genial. Wir sind jetzt fast an unserem Parkplatz angelangt und hier ist so ein Gebäude, dass wir nicht wissen, was mal sein wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber mitten in dem Gebäude steht ein weißes Rentier. Genau dort. Das ist schon ein bisschen albern, oder? Der wohnt da. Krass. Ich versuche noch näher ranzukommen. Ich glaube, das ist ein finnischer Hausbesitzer oder sowas. Die Hufe der Rentiere passen sich der Jahreszeit an. Im Sommer, wenn die Tundra weich und nass ist, sind die Sohlen wie Schwämme. Das gibt bessere Haftung. Und da kommt noch einer. Märchen, wie findest du das? Im Winter schrumpfen die Sohlen. Dadurch wird der Rand der Hufe exponiert. Damit schneiden die Rentiere in das Eis oder verhärteten Schnee und rutschen darauf nicht aus. Außerdem können sie so durch den Schnee graben und nach Nahrung darunter kommen. Die Rentierflechte. Da hinten ist auch einer. Das sind gleich mehrere. Na, das wird jetzt interessant. Annette versteckt sich hier mit dem Hund hinterm Auto, weil sie so ein bisschen aggressiv sein könnten. Überhaupt keine Angst, wir tun euch nichts. Wunderschön. Na? Hallo. Da ist noch einer. Boah, das war schon adrenalinig. Und wir nähern uns wieder dem blauen Wahnsinn. Abenteuer wieder bestanden. Ach super, haben wir vergessen, Fenster zuzumachen. Hi, und hier haben wir wieder Besuch. Auf dem Weg zu unserem heutigen Übernachtungsplatz in der Nähe treffen wir wieder die Rentiere von vorhin. Das ist ein Rentier, Mara. Rentier. Die macht dir voll Nase, Nase, ey. Na Kleine, der Weiße ist wieder da, gell? Ein schöner, großer Schotterparkplatz, umgeben von der finnischen Taiga. Hey, Mann. Die Nacht ist ruhig und kühl. Ab jetzt darf Mara an der Safari teilnehmen hier. Sie flippt schon wieder voll aus. Die ist schon voll sprungbereit, hier aus dem Fenster zu springen. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen das Ding hoch. Nicht, dass sie auf die Idee kommt. Setz dich mal hier ordentlich hin, dann kann man sie sehen. Weißt du, wir fahren zum nächsten. Ja, ihr habt recht. Schon wieder ein Rentier. Lappland ist voll davon. Nicht überholen, lass ihn einfach. Okay, obwohl, jetzt kannst du vorbeifahren, dann kommt er wahrscheinlich hin. Mara ist hin und weg. So viele Rentiere, immer wieder was für die Nase aus nächster Nähe. Das war jetzt ein Happening. Ja, der ist immer noch da, ne? Naja, kommt ja bestimmt vorbei. Ja. Wir bringen jetzt den Müll weg. Und da ist das Rentier. Das Rentier kommt direkt auf mich zu. Und dreht ab. Wir sind hier wieder auf dem Parkplatz von Luoto. Gestern waren hier nur 3, glaube ich.
gewesen. Jetzt sind hier, ich habe insgesamt vorhin 7 gezählt, da hinten sind auch noch ein paar. Und wir wollen in den Arctic Amethyst Shop eigentlich. Gestern hatte er nämlich zu. Ich fotografiere das jetzt mal kurz. Es ist direkt vor mir. Wie cool! Ich ziehe mich doch lieber zurück. Man weiß ja nie. Ich präsentiere Rentiere. Die sind jetzt hier ganz nah. Er stampft mit dem Vorderhuf. Ein Warnhinweis. Noch ein Foto. So, dann lassen wir mal die ja in Ruhe hier. Wo ist denn der Weiße? Das ist genau das, was ich meine. Die erscheinen von irgendwoher und dann verschwinden sie irgendwie komischerweise. Voll geil. Das sind so kleine, irgendwie, naja, große Geister. Das war jetzt eine Experience. Emotionante. Gut, genug Rentiere. Jetzt gehen wir in den Amethyst-Shop. Hinein ins Vergnügen. Ja, da hast du jede Menge Amethysten. Das sind Tannenschmeichler, die sind schön. Also, die haben nicht nur Amethysten hier. Das ist ganz schön groß. Und raus wieder. Guck mal, siehst du, die meisten schon wieder verschwunden. Die paar sind noch da hinten. Wo sind sie? Ja, begeben sie sich in den rückwärtigen Raum. Meine Damen und Herren, ich berichte hier aus der Rentierszene. Hier sind sie, die ganzen jungen, wilden Randalierer. Und wir wissen nicht, wo sie genau hinwollen. Rentiere sind einfach so geil. Jetzt stehen sie wieder rum und rechnen. Weiter geht's. Und jetzt haben wir mitten auf der Straße ein Weißes. Guten Morgen, wie geht's Ihnen denn so? Alles klar? Sehr lustig. Haben Sie einen Elch gesehen? Aber ein Wolf. Susi. Susi. Jawohl, ich fahre mal weiter. Wollen Sie mit rein? Ja, ich will mit rein. Ja, dann ab dafür. Wir haben hier Glück und Unglück, dass man hier reinfahren kann zu so einer Hütte. Wie ist es da vorne? Schöner Platz. Saugeil. Platz, ja. Alles klar. Was? Wasser ist ein bisschen ruffig, aber sonst ein schöner Platz. Alles klar. Viel Spaß euch auch. Ciao. Man passt hier gerade so auf die Straße drauf. Aber durch kommt dann da keiner mehr, oder? Wir stellen uns rückwärts da rein, oder? Nach hinten ist es gerade, das heißt, wir müssen... 2 Grad nach rechts, ne? Ja. Mit Keilen gleichen wir die Schräge etwas aus. Das Allerwichtigste nach dem Einparken auf irgendeinem Stellplatz ist es, die Badequalitäten des Gewässers für Mara zu untersuchen. Leute, wir sind hier in einem wilden Fluss in Finnland. Und es ist wunderschön hier. Wir haben trotzdem noch einen Camper hier. Und wie ihr gesehen habt, gerade sind uns noch deutsche Camper von hier aus entgegengekommen. Das heißt, dieser Platz ist trotzdem beliebt anscheinend und bekannt. So hundertprozentig wild werden wir es wohl nie hinkriegen. Da kann man schwimmen gehen. Oh ja, also das ist auf jeden Fall ein valider Strand. Mara, guck mal. Guck mal da. Jetzt schau. Ein valider Strand. Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Eine feine Grillstelle. Oh, mit Fellen sogar. Ah, der Verwalter. So richtig gemütlich. Bisschen dreckig zwar. Hm.
Aber gemütlich hier. Also der Dreck ist ja nicht direkt, sondern eigentlich nur Asche, die hier reingeweht wird. Das ist ja richtig cozy hier. Mara, komm mal her. Schau mal, du kannst riechen. Vom Wölfchen. Aber ich glaube, das sind Kunstfälle, die fühlen sich so an. Oder es ist von Schaf. Das ist scharf, glaube ich. Das ist scharf. Das ist auch drehbar, da kann man Sachen drauflegen. Das ist ja richtig geil ausgestattet. Hammermäßig. Und ein bisschen Holz. Ein bisschen dürftig, aber naja, muss man sich selber besorgen. Was ist denn da drin? Holzhütte, aber nicht leer. Eine Holzhütte. Ja, da ist nichts. Da könnte ein einsamer Wanderer chillen. Wir wollen heute Abend noch ein bisschen Lagerfeuer machen dort in der Hütte. Und dann suche ich noch ein bisschen Holz. Was ich voll praktisch finde, sind solche Klappsägen. Die hat man immer dabei irgendwie. Sind leicht und klein und sind vor allem wesentlich leiser als irgendwelche Äxte oder Beile. Das heißt, man kann viel unauffälliger sich Holz besorgen. Wenn man sich Holz sucht im Wald, ist es voll total gut, solche über der Erde hängenden Äste, Holzstücke zu haben, weil sie dann keine Feuchtigkeit vom Boden gesogen haben und somit trockener sind. Da kann man es gut sehen. Das ganze Holz ist hier auch innen gut durchgetrocknet und hier auch außen relativ trocken. Und somit wird es sich sehr gut anzünden lassen und wird sehr gut brennen. An der Stelle ist es schon abgebrochen. Okay, dann säge ich das hier ab. Ich würde sagen, wir haben genug Holz. Das muss jetzt noch etwas zerkleinert werden, sonst wird das nichts hier. Wie ihr sehen könnt, sind Teile des Holzes auch noch nass, die ich am Boden hatte. Annette hat ja auch so ein Körbchen hier mit Reisig vorbereitet, das ist schon mal ganz geil. Hier könnt ihr sehen, wie irgendjemand an lebendigen Birken die Rinde abgezogen hat. Hier und hier. Und ja, gut, das ist ein Lebewesen, das muss man nicht machen. Ich würde eher versuchen, eine tote, abgestorbene Birke zu finden und die zu schälen, anstatt lebendige Birken zu schädigen. Das ist quasi deren Haut, deren Schutzschicht vor Pathogenen, das ist auch irgendwie blöd. Und in so einem Wald gibt es auf jeden Fall noch jede Menge abgestorbene Birkenteile irgendwo. Und die würde ich eher nutzen. So ein bisschen Verantwortung für den Lebensraum, für seinen eigenen Lebensraum könnte man ja haben. Ne? Zum Beispiel, da liegt ein Birkenast in der Gegend rum. Und schon hat man jede Menge Zunder, das reicht vollkommen, um das Feuer in Gang zu setzen. Weil Birkenholz und vor allem Birkenrinde, die eignen sich sehr gut als Zunder zum Feuer starten, weil die so ätherische Öle haben, die sich sehr, sehr, sehr gut anzünden lassen. Das legen wir mal dann auch dahin auf unseren Haufen. Solche Holzstückchen, die hier frei in der Luft herumhängen, quasi auf anderen Ästen gefangen wurden, eignen sich besonders gut als Reisig, weil selbst wenn es regnet, können sie besonders gut trocknen hier oben, anstatt dass sie am Boden rumliegen und die Feuchtigkeit vom Boden ziehen. Okay, dann schichten wir ein bisschen Holz auf. Freiheit bedeutet, die Fähigkeiten zu besitzen, sich selbst versorgen zu können. Und Feuer machen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten. Das ist jetzt die Birkenrinde hier. Das lag zwar am Boden, müsste aber trotzdem gut brennen, weil es Birkenrinde ist. Und es ist ein bisschen feucht hier. Also die Birkenrinde ist noch etwas feucht. Ich probiere mal aus, ob sie gut brennt. Wird funktionieren. Super, ne? Kommst du schon mit dem lecker Fleisch? Ja. Wölfchen! Hallo Susi! Na, da gibt es wieder was zu riechen. Gnadenlos, ne? Jetzt kommen die Minuten der Wahrheit.
herrlich! So ein selbstgemachtes Feuer. Wir essen gerade schon mal Gemüse vor. Dieses doch ziemlich nasse Holzstück, hier habe ich dicht ans Feuer gelegt, um es zu trocknen. Das müsst ihr euch vorstellen, für heute waren 20 Grad angesagt. Und die Wetter-App hat gesagt, mittlere Hitzewarnung. Das müsst ihr euch mal reinknallen. Du, bei 20 Grad kann man schon umkippen. Ja, 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 wenn ja. Du Karl Lauterbach heißt. Mm, kann man anbieten, oder? Schmeckt richtig gut. Guten Morgen, Finnland. Wir haben jetzt 6 Uhr in der Früh. Die Sonne ist schon aufgegangen. Wunderschön. Nachbarn scheinen zu schlafen. Ein Märchen ist auch schon dabei. Die aufgehende Sonne weckt die Tiger mit warmen Küssen. Morgen. Na du Süße. Na du. Hast du wieder Streuen an? Während Annette noch im Van döst, lasse ich die Drohne über das Lager fliegen. Dunkel und unnahbar schlängelt sich der Kitinenfluss durch die finnische Taiga. Die Wipfel der Bäume sind hell erleuchtet. Schon so auf für 2. Es ist ein herrlicher Morgen heute. Ja. Jungs und Mädels, es ist soweit. Ich habe meine Angel vorbereitet. Jetzt hat den Schwimmer abgerissen. Der ist da hinten. Ah, wunderbar. Hier ist nämlich die kleine Feder und die Öse. Aber der Schwimmer selber ist raus. Na toll. Aber mit ein wenig Glück treibt es den da irgendwo an. Dann kriege ich den. Leute, Leute, schon mal gute Nachrichten. Als ich diesen Tisch hier zum Essen aufgebaut habe, habe ich dort zufälligerweise was Gelbes gesehen und ich meinte, dass das der verlorene Schwimmer ist. Und mit dem Fernglas konnte ich das wirklich gut sehen. Das kleine gelbe Teil da im Hintergrund ist es. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt überhaupt ran? Aber das schaffen wir, oder? Fliegen, schwimmen oder zu Fuß? Zu Fuß und zu Fuß. Ich weiß auch schon, welches Werkzeug ich dafür benutze. Jetzt wird's ernst. Ich schnapp mir jetzt das Reach-Tool. Das habe ich hier hängen immer, für Notfälle. Wie ihr seht, das ist verbiegbar. Das heißt, ich kann einen Haken daraus machen und ich kann das ausziehen auf 3 Meter. Bist du bereit, Annette? Ja, ich bin bereit. Super. Reach-Tool am Start, Walkie-Talkie am Start, ab dafür. Ihr kommt jetzt mit auf meinem neuesten Flip-Flop-Abenteuer. Hinein ins Vergnügen. Wow! Ja, das wird jetzt schon am Anfang morastig hier. Mühsam kämpfe ich mich durch die Sümpfe der finnischen Taiga.
Ich bin noch nicht weit gekommen. Ich habe hier eine Menge Gebüsch vor mir. Du musst mir irgendwann halt ein Handzeichen oder sowas geben. Dann. Ja, ja, das ist richtig. Ich musste noch halt ein paar Filmarbeiten machen. Alles klar. Ach, ist das schön hier. Jede Menge Schachtelhalme. Annette, Annette? Ja? Ich bin jetzt hier bei der toten Birke. Das sind ja so jede Menge toter Büsche und ich sehe dich auch, aber ich muss noch runter kurz. Aber hier war jemand, hier ist es niedergetrampelt. Ich versuche jetzt mal dir zu erscheinen, dass du mich siehst überhaupt. Okay. Ah, sie sieht mich. Ich hab den Arzt gesehen. Was? Oder? Ja, genau, war Absicht. Okay, wie weit muss ich jetzt noch gehen? Vielleicht ein, zwei Meter. Ah, okay. Alter Verwalter, was mache ich hier überhaupt? Annette, ich sehe immer noch nichts. Guck mal vor ans Ufer kommen und dann kannst du ihn, glaube ich, mit diesem Ding schon greifen. Ah ja, aber das Blöde ist, ich sehe das Teil noch nicht mal. Okay, Mara hat mich getrailt, die ist jetzt gerade neben mir. Das hat sie locker geschafft, oder? Mara ist so putzig. Und jetzt geht sie wieder. Heißt, ich muss noch ein bisschen hier rein. Oh, fucking steil ist das hier. Ich kann hier bis ans Ufer vor. Ja, da dieser. Ah. Gut, glaube ich, soweit ich das von hier sehen kann. Ich bin zu weit gegangen. Oh mein Gott, nein. Wie auch immer, ich gehe noch ein bisschen rein. Oh ja. Flip-Flop-Abenteuer, Leute. Was für eine Rettungsaktion von einem blöden Schwimmer. Das Reach-Tool, das muss ich aber natürlich jetzt einsetzen, ne, Leute. So wäre der Plan gewesen. Aber war nicht nötig. Ja, er hat ihn. Jawohl, Mission erfolgreich erledigt. Juhu! Herrlich. So viel dazu. Und Klappe zu. Bam. Das ist der Beweis. Mara war durch den Sumpf. Hast du dich wieder mal getrailt? Ja. Das macht sie zu gern. So, over und out. Egal. Ich habe gerade hier im Büro gearbeitet an meinem Film mit den Kopfhörern. Habe so ein Klappern gehört. Hier vorne aus dem Augenwinkel habe ich dann ein Rentier gesehen, wie es da weggelaufen ist. Verdammt, es ist nicht mehr da. Ich komme mir vor, als ob ich einen Waldgeist jagen würde. Alter Finne. Da ist es. Hallo. Was soll ich dazu sagen? Heute ist einer der wenigen warmen Tage auf dieser Skandinavien-Tour und den nutzen wir, um richtig schön draußen Abend zu essen. Annette wärmt schon das Essen von gestern auf und ich werde jetzt ein bisschen Gemüse schnibbeln. Wir machen uns wieder auf den Weg. Natürlich regnet es wieder.
Wir haben so schön gerade zu Abend gegessen hier draußen. Und jetzt ziehen solche fetten Wolken hier auf. Wahnsinn. Es windet jetzt auf einmal. Vor 5 Minuten war der Fluss noch volle Kanne glatt. Spiegelglatt war der. Und jetzt guckt euch diese fetten Monsterwolken an. Alter. Und wie schnell die ziehen. Was glaubst du? Gibt es gleich ein fettes Unwetter? Ja. Oha. Ich mache jetzt die Tür zu. Warte. Nein, nicht ohne mich. Hilfe, Hilfe. Hat da jetzt jemand Schiss? Aber sowas von. Wir sind froh, einen trockenen Unterschlupf zu haben. In der nächsten Episode werden wir zu wilden Grenzgängern. Die russische Grenze ist um die Ecke. Ich bin schon ganz schön zerstochen. Das ist keine Kreuzung, es geht nicht weiter da. Es geht immer irgendwie weiter, oder? So, der Weg endet hier. Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht.